müsstest nur ein bisschen nett zu mir sein. Michael! So, bald ist es soweit. Wir spielen das Zauberschloss. Und hier ist auch schon der, der das geschrieben hat. Oh, der Uwe. Und der macht auch die musikalische Leitung. Und deshalb bin ich auch so. Genau, deswegen, der sieht immer so aus. Der zieht sich immer so an. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen was von den Proben sehen und so. Guck mal, das hier ist unser Probenraum. The Sexy Man on Table ist da gerade. Das hier ist die Alina. Sag mal kurz, was du machst im Stück. Ich halte den Knüppel. Du hältst den Knüppel, ach so. Nein, ich bin deine Schwester. Sie ist meine Schwester. With love. Ah, hier sind wir so. Ach so. Ja. Der Peter macht immer Sachen, die nicht gut sind. Warum? Irgendwer muss ja der Schlaue in der Familie sein. Aber Peter ist ein bisschen dumm manchmal. Sie heißt in dem Stück übrigens Chantal. Nein, sie heißt Katrin. Und du bist der Kevin. Der Alpha Kevin. Komm näher, du Kleine, dann bist du nicht allein. Das ist Nick, der Regisseur. So begutachtet er das Treiben auf der Probebühne. Mit seiner Wärmflasche. Nick, heute ist zweiter Tag. Was hast du für ein Gefühl? Gutes Gefühl. Wir liegen gut in der Zeit. Yeah. Aber nicht müde werden. Weitermachen. Oh, okay. Zaubertricks sind mir missglückt. Ich glaube, ich war zu ungeschickt. Es liegt ein Geheimnis um diese Frau. Man kann es nicht erklären, doch man spürt es genau. Britta ist auch wieder dabei. Na klar. Juhu. Warum auch wieder? Weil ich habe mit denen schon mal zusammengearbeitet. Könnt ihr da anklicken. Also in das Fashionbrüll. Spielen wir das Ende des Jahres nochmal. Was bin ich für dich? Mehr als ein Knecht. Das ist mein Papa, der Thomas. Papa, Thomas. Thomas, aber wie heißt deine Rolle? Der Vater, der Müller. Ach so, der hat gar keinen Vornamen. Genau, der hat gar keinen Vornamen. Na, Vater. Der Müller. Vater. So, das ist der Daniel Erik. Was spielst du? Eigentlich? Hallo. Ich bin mehrere Rollen. Ich bin einmal der Hofnarr. Ja, und dann bin ich noch der Schmied. Ne? Also der so die Pferde beschlägt. Der die Pläne schmiedet, ach so. Ja, und so. Ja, ich schmiede wahrscheinlich auch Pläne. Planschmied. Ja, aber das wollen wir nicht verraten. So. Und dann bin ich noch ein tanzender Wolf. Alle zusammen tanzt den Wolf. Und wir haben ja auch zusammen einen Tanz. Der mit also dem Wolf einen tanzt. Kampf. Oh, da sind wir mal gespannt, wie der sein wird. Hallo. Hallo, das hier ist der Markus und der spielt nicht nur den Kasimir, sondern, was machst du denn noch? Ich bin der böse Choreograf. Nein, er ist ein guter Choreograf. Meckern. Nein, ich bin wenn ein Fehler gemacht wird, raste ich aus. Schaut mal, hier ist die Rebecca. Was spielst du denn eigentlich in dem Stück? Deine wilde Verführung. Oho. Ja, schön, dass wir endlich mal zusammenspielen hier, freut ja, mich. Und wir spielen jetzt zusammen. Guck mal, da ist unser Liebesnest. Es ist relativ eng, aber. Na. Geil. Ja, meine Getränke auf meinen Partys sind sehr besonders. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, das ist es. Mir ist. Ich glaube, ich muss gleich. Was? Du sagst nein, dass ich nichts mache. So, das war der erste Vlog. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Eindruck machen, die Darsteller schon mal kennenlernen, bis auf eine, die lernt ihr dann im nächsten Vlog kennen. Kommt doch vorbei, am 15.11. ist Premiere von Das Zauberschloss. Die Daten stehen alle unten in der Videobeschreibung. Kommt einfach vorbei, bleibt danach noch ein bisschen, sagt Hallo. Ich freue mich auf euch, wir freuen uns auf euch. Bis dann, Rock'n'Roll! Ich hab nie das Zauberschloss gesehen, der wird es nie verstehen. Zauberschloss.